Wo ich heute bin, ist nicht schwer zu erraten. Ich bin am Wörthersee bei den Vespa Days in Pörtschach. Knackigen Holzrahmen aus meiner Vespa-Garage. Ja, da sind 40 Jahre Vespas oben gestanden. Du hast das Vespa-Hospiz in Grumpendorf. Was macht sie dort? In erster Linie klassische Rollerverleihen und Reparaturen, alter Schaltroller. Ich bin der Walner Mario, komme aus Pörtschach am Wörthersee und bin der Obmann vom Vespa-Verein Pörtschach. Wir sind das dritte Mal am Platz. Wir haben das erste Mal angefangen mit 250, das zweite Mal offiziell mit 700 und noch ein paar. Und heuer dürfen wir den 1000er knacken. Wir sind bei den Old Vespa Riders. 60 plus. 60 plus? Nein, jedes Alter, ob alt oder jung. Das dritte Mal da und wie gesagt, jedes Jahr gerne. Und wir haben selber eine tolle Veranstaltung, das Iron Road of Chitwin. Wann ist das? Ende Juli. Ja. Top-Veranstaltung mit US-Cars, Harleys und natürlich die Vespa sind auch dabei. Fahrst du alle Veranstaltungen? Die mir zeitlich ausgehen, aber die großen Veranstaltungen, Zell am See, hier in Pörtschach, Steirer Vespa. Größtes steirisches Eintages-Vespa-Treffen mit ca. 1000 Vespas gehören zum Pflichtprogramm. Wir werden heute eine Traumausfahrt fahren ins Rosental und ich freue mich schon riesig. Ist es erst einmal eine Leistung, diese 3 PS mehr. Man merkt überhaupt bei 80 oder zwischen 80 und 100 diese Beschleunigung, was man hat, also wirklich einzigartig. Aber natürlich, das Blauen Matt ist natürlich genial. Es freut mich, dass so viele Leute von Vespa-Freunde gekommen sind. We do it again. Nicola, where are you from? Firenze. And you're doing the stunt rides tonight, right? Stunt rider. And this is your Vespa Privato. Bigs. 177 Parma Kit. Hallo Vespa-Freunde, ich bin heute am vielleicht schönsten See Österreichs in einem der vielleicht schönsten Hotels am Wörthersee im Wörthersee.